Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Und in der letzten Folge wurde ich ja nochmal angegriffen, war aber nur ein Wildschwein. Ich würde sagen, gehen wir erstmal in die Höhle rein hier. Alter, was sind denn das für Viecher? Jetzt so. Wahnsinn. Schon wieder auffüllen oder was? Was ist denn hier los? Zu schwer. Ich muss bestimmt zu schwer. Ich brauche die schweren Schlösser, also ganz ehrlich. Sieht's denn aktuell mit dem Charakter aus hier? Schlösser knacken, Diebeskunst 11. Da fehlen mir aber auch 19. Jagdgeschick ist schon ganz gut. Da habe ich 133, Stärke aber 105. Lernpunkte sind auch da.
Oh, Regeneration. Regeneration 300 brauche ich da. Paladin, Held, macht zusätzlich Schaden gegen Kreaturen Belias. Okay. Ja, ich sag mal so, die Höhle ist jetzt zwar gesäubert, aber Problem an der ganzen Sache ist, dass ich Diebeskunst unbedingt lernen muss. Aber dafür haben wir leider nicht genug Geld. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Bleib stehen! Keinen Schritt weiter! Bleib locker, ich tu dir nichts. Bei Innos? Ich dachte schon, du wärst einer von den miesen Orksöldnern. Hast du keine Angst, dass sich die Orks erwischen? Orks sind unvorsichtig und laut, wenn sie durch die Wälder streifen. Ich höre sie schon nach 500 Meter. Die einzige Plage, die mir zu schaffen macht, sind die verfluchten Goblins. Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Angst? Ich hab keine Angst. Die Goblins schleichen sich nachts ans Lager heran und stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Irgendwo in der Nähe muss ein ganzes Nest von diesen feigen Goblins sein. Die feigen Goblins sind erledigt. Und die Mistkerle haben dir nicht das Fell abgezogen? Teufel nochmal! Du hast es drauf, Mann! Das ist mir 100 Goldmünzen wert! Interesse an einem kleinen Handel? Kommt drauf an, was du dabei hast. Zeig mir deine Ware. Jawohl, das kann man weg, das kann weg. Was Besonderes hat er jetzt nicht dabei, oder? Nö. Erzähl mir was über die Gegend hier. Du bist hier in der Wildnis. Keine Stadt weit und breit. Das Gebirge im Norden dort trennt die Küstenregion von Mittelland. Wenn du dem Weg weiter Richtung Westen folgst, wirst du irgendwann nach Monterra kommen. Falls dir die Banditen nicht vorher den Hals durchschneiden, versteht sich. Bring mir was über die Jagd bei. Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Die meisten Reptilien, wenn du die Haut lösen willst, schneide sie, dann zieh... Okay, dann können wir noch Reptilien heute jetzt abziehen. Oh, ich habe gedacht, hier steht jetzt auch wieder so ein Goblin, hier, aber so ein großer hier, so ein Ogre oder sowas.
Da scheint aber irgendwas anderes drin zu sein. Das sind nicht von den Goblin. Da scheint was Größeres drin zu sein. Wir schauen einfach mal nach. Schattenläufer. Okay. Also Wildschwein. Schau sein. Lurker. Noch einer da gewesen? Nee. Ach ja. Nö, aber ein Lurker geht hier immer noch, aber... Hallo, Freunde. Das hat uns gerade noch gefehlt. Der letzte Scheiß. Verdammt. Moment mal, dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist den Orks doch nicht etwa durch die Lappen gegangen. Ich bin auf der Durchreise. Wenn du mich fragst, siehst du aus wie jemand, der was ausgefressen hat. Du meldest dich innerhalb von 3 Tagen bei Marik, dem Anführer der Orksöldner in Montera. Sonst gibt's Ärger, klar? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wie komme ich nach Montera? Wenn du den Weg rauf Richtung Norden nimmst, bist du zwar schneller da, wirst aber garantiert von Banditen überfallen. Besser für dich, wenn du den Weg Richtung Westen gehst. Der ist länger, aber dafür ungefährlicher. Verstehe. Zeig mir deine Ware. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Hat der irgendwas Brauchbares? Ja, Wasserflaschen können wir mitnehmen. Dietriche. Der letzte Scheiß. Das hätte ich dir vorher sagen können. Entschuldigung. Einige Dinge werden sich niemals ändern.
Osten geht die Sonne auf. Okay. Und wäre das hier der sichere Weg? Und ja, der hat ja gesagt, nach Norden ist der kürzere, aber gefährliche Weg. Obwohl. Das ist ganz einfach. Wir können ja wieder laden. Ist ja egal. Gucken mal, was die Banditen so dabei haben. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann lade ich halt nur oder neu. Dann füllen wir nochmal schnell auf. Und auf geht's über den nördlichen Weg. Ja, die sitzen gleich hier oben, so wie es aussieht. Und der ist nicht in der Lage, die mal anzugreifen, oder was? Ich mach dich fertig. Alter, Alter. Buh, 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 buh. Alter! Bleib stehen! Da! 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 Ah! Da! Der hast du losgezogen! Hättest dich nicht mit mir anlegen sollen! Es sind nur bestimmt 20 Leute hier oben, oder? Aber das gibt ordentlich Schotter. Ich mach dich fertig. Na warte, oh. Bürschchen. Au! Gut gemacht. Dir werde ich helfen. Ich mach dich fertig. Bleib stehen. Da. Jetzt wirst du. Da. Da. Es tut mir jetzt zwar leid um die zwei Sklaven, die er verloren hat, aber das ist auch recht. Und da bemüht sich nicht mal da raus, oder was? Was sind bei denen kaputt? So, da haben wir schon mal die Hälfte von der Bande weg. Die erstmal auch nicht wiederkommen. Da können wir erstmal safen. Dann nehmen wir mal diesmal 9 Spielstand.
Wollt ihr wohl damit aufhören? Bleib! Ja, die zwei Sklaven tun mir leid, ja. Rostiges Schwert. Danke für eure milden Gaben. Jetzt räumen wir das Lager noch leer. Krieg ich dich doch noch! Jetzt bist du da! Au! Oh, au! Oh, au! Da! Da! Jetzt wirst du was erleben! Au! Bleib stehen! Alter Freund. Ein ganz schönes Banditenlager. Und da ist noch eine Höhle. Sagen wir, müssen da rein. Krieg ich dich doch noch. Ja, halt die Backen. Da. Nein! Hätte nur noch einen Schlag gebraucht. Das räume ich da oben aus. Ach komm. Dieser fucking Bogenschütze! Ah,
Ja, aber ganz schön großes Lager hier, oder? Jetzt bist du dran. So. Ja, wir machen uns langsam, würde ich sagen. Oh Gott. Ich räume die ganze Höhle jetzt leer. Ich will die Kohle haben.
Was das im Verkauf hier alles bringt. Zu schwer. So. Ich habe gesagt, ich arbeite mich jetzt Stück für Stück hier durch. Ja, aber wenn ich das Zeug verkaufe, sind 3.000, 4.000 Goldmünzen. Jetzt bist du dran. Moin! Unmöglich. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Schade eigentlich.
steht eine große Truhe und die kann ich nicht öffnen. Das kann nicht sein. Rüstungsschwert, nehmen wir mit. Naja, das war's dann mit dem Banditenlager auf Kosten von zwei Sklaven. Hatte ich eigentlich so nicht geplant, aber es ist leider passiert. Die kann ich auch nicht öffnen. Immer noch die ganzen Pilze mit. Und dann würde ich sagen, laufen wir auf jeden Fall weiter. Das hier oben haben wir auf jeden Fall alles. Die Mana-Pflanzen nehmen wir noch mit. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der andere Weg dann doch besser gewesen wäre, aber... Naja, was soll's. Ey, der hat gesagt, es ist kürzer. Oder? Hat er doch gesagt, es ist kürzer. Was er nicht gesagt hat, dass er und dass er Badin nehmt, lauern. Ja, das hat er auch gesagt. Was er aber nicht gesagt hat, dass hier zwei wunderschöne und zart aussehende Höhlen sind. Mal so anmerken. Da gucken wir mal hier rein. Gucken wir mal hier drin. Streunender Wolf. Kommt mal her, Jungs. Kommt mal her hier. Ja, Mann! Also, wir müssen. Das ist doch irgendeine Mission, oder? So wie ich das jetzt sehe. Streunender Wolf hat einen speziellen Namen, also heißt nicht nur Wolf, sondern richtig Streunender. Ah, diese Mistviecher. Mal kurz rausrennen. Fünf. Oh. Das dauert viel zu lange. Thank you.
Da! 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 Nee, das kann nicht sein, der letzte Wolf! Das kann nicht sein, der letzte verschissene Wolf. Ne, die Höhle will ich jetzt noch fertig machen. Da bin ich jetzt eitel. Da bin ich jetzt wirklich eitel. Die will ich jetzt noch fertig machen. Mir fehlt es halt wirklich an Stärke. Also ganz ehrlich. Wow, 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 wow. Das für Drecksplagen. Stirb halt. Stirb! Da! 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 Ernsthaft jetzt so? Die Waffen, die Fälle, das können wir alles beim Händler verkaufen. Ja, mal gucken, was wir rauskriegen. Dafür, dass ich hier 50 Mal gestorben bin. Zu schwer. Stand da eben gerade Wenzels Schwert? Oh, ich laufe jetzt noch in die Stadt. Und dann ist Folgenende für heute.
Ruhe. Ruhe. Da sind noch mehr von den Biestern. Oh. Um dich ist es nicht schade. Ja, weg. Weg, weg, weg. Das Wildschwein gehört mir. Das sind die Rebellen. Oh. Da. Da hätte es mal von hinten angelatscht. Wo ist denn jetzt die Stadt hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, ich laufe nach Treles. Monterra, hier lang. Wollen wir gleich mal sagen, Affen. Meine Güte. Endlich eine Stadt. Gucken sie sich an. Das gibt doch nur wieder Ärger. Eine neue Lieferung? Klar, warum nicht? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wo ist denn hier, einige Probleme erledigen. Ja, das ist schon etwas größere Stadt hier. Hast du dich verlaufen? Wer bist du? Ich, wenn du hier scha... Ein ziemlich un... Ah ja, sagt er das. Nun gut, jetzt bist du ja hier. Ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im inneren Bereich der Burg an, den sie nicht kennen. Das heißt? Das heißt, dass du dich um die Stadt verdient gemacht haben musst, damit sie dich für unbedenklich halten. Erst dann darfst du dich frei unter ihnen bewegen und ihren Anführer sprechen. Ganz einfach. Hm, kommt mir bekannt vor. Weißt du was von Xardas? Ja, er hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Das mit der Runenmagie war ein guter Plan. Ein kluger Mann. Ich bin froh, dass er nicht zu meinen Feinden zählt.
Naja. Okay. So, wir sind in Monterra. Da müssen wir uns um die Stadt verdient machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.